Heute schauen wir uns an, wie ein übergroßer Bill Murray durch Städte trampelt und wie Godzilla eine total verschlafene Kleinstadt ein bisschen aufrüttelt. Oder umgekehrt. Mal gucken. Der Kinocast. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik, ich bin noch immer baff von deinem Intro. Ja. Entschuldigung. Ja. Das ist so Sendungen mit neuem Soundboard, die muss man immer gleich zu Tode austesten. Ne? Herzlich willkommen hier beim Kinocast, der einzigen Sendung mit Soundboard. Ach nee, da gab es schon mal. Stefan Raab. Ich bin der Erik und wir sprechen über ein paar Filme, die uns mehr oder weniger gut gefallen haben. Wir haben viele Trailer für euch, da ist jetzt irgendwie sehr viel neu gekommen. Mal gucken, ob unsere Charts bis dahin fertig sind. Ja? Ich möchte vielleicht zu den Trailern anmerken. Erste dass Einwände. Es, Erste Einwände. Gleich nach noch knapp 90 Sekunden kommt zur ersten Einwand. Ja, es gibt mehr Trailer zu besprechen, weil 2 von 3 wurden angekackt. Oh, ihr könnt auch mal was posten. Und dann macht man das, ist auch nicht recht. Sehr gut. Nee, sehr gut. Angekackt finde ich halt auch gut, ne? Vor allem, wenn man sich das Bild sich vorstellt. Ne? Ja. Naja, lassen wir das mal. In der Sneak Preview hatten wir den Film The Dead Don't Die. Ja, klingt nach einer romantischen Komödie mit Julia Roberts. Und, nein, ist der neue Richard Film Gere. Von... Bitte? Und Richard Gere. Und Richard Gere, ja. Ist der neue Film von Jim Jarmusch mit Bill Murray in der Hauptrolle. Und Adam Driver in der Hauptrolle. Und Adam Driver, ja. Jim Jarmusch ist ja ein etwas speziellerer Filmemacher. Hat er zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Dead Man oder Night on Earth, an den mich jetzt dieser aktuelle Film auch sehr, sehr erinnert hat. Oder diese ganze Coffee and Cigarettes Reihe, wo es darum geht, wie in irgendeinem so kleinen Tabakladen immer Leute reinkommen und einfach reden. Ghost Dog, der Weg des Samurai, war auch großartig. Jedenfalls hat er jetzt einen Film gemacht, der heißt The Dead Don't Die. Und es gab ja, sagen wir mal so, seit in den letzten Jahren gab es ja durchaus einige Zombie-Komödien. Man hat sich dem Genre nicht nur bierernst genähert, sondern wenn ich da so an Shaun of the Dead oder Zombieland denke oder wie ist diese eine... gab auf jeden Fall jede Menge. Es gibt natürlich ernsthaftere Sachen wie Fernsehserie Walking Dead und so. Auf jeden Fall scheint das Thema immer noch nicht ganz durch zu sein. Und man nimmt sich, gerade wenn man so gute Schauspieler dazu bekommen kann, wie Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Danny Glover. Gut, Selena Gomez hat eine relativ kurze Rolle. Ja, hat auch gepasst. Steve Buscemi. Ja. Steve Buscemi, genau. Schreibt war einfach Buscemi oder Buscemi? Ich bin mir nie sicher Buscemi. Bei dem. Mhm. RZA, genau. RZA, Wu-Tang Clan, jawohl. Sehr guter Typ. Jedenfalls, die leben alle in so einer Kleinstadt, die heißt auch irgendwie Centerville, irgendwie the center of the irgendwie the happiness oder irgend sowas. Und wir erfahren, dass er so ein bisschen die Umwelt, dass da Raubbau an der Umwelt getrieben wird, indem eben an den Polen der Erde wird Fracking betrieben, um irgendwelche Bodenschätze zu gewinnen. Und das führt dazu, dass die Erde wohl so ein bisschen diese Erdrotationsachse verschoben wird, was dazu führt, dass in diesem Kleinstädtchen zunächst mal die Sonne länger scheint, was ja ganz nett ist, ja, weil die sich wahrscheinlich jetzt mehr in Richtung... weil die durch die Erdrotationsachse, durch die Verschiebung, haben die halt irgendwie einen anderen Sonnenstand da bekommen. Hat aber auch noch ein paar Nebenwirkungen, nämlich dass dann an diesem lokalen Friedhof plötzlich dann so die Hände herausstoßen aus der Erde und gewisse Leute zum Leben erwachen. Das war doch der eine Sänger, ne, der da am Anfang rausgekommen ist. Iggy Pop. Der von sich aus auch schon aussieht genau, wie ein Zombie. Da hat gar nicht viel Maske gebraucht. Wir haben übrigens Tom Waits vergessen. Mal ganz kurz. Ja. Tom Waits ist nämlich auch eine wichtige Rolle, ja? Ja,
Genau, da brauchen wir gar nicht viel Maske bei diesen sehr alten Sängern teilweise. Und ja, die attackieren natürlich auch die Menschen, die in dieser Kleinstadt leben, von denen man, wenn die Polizei, gespielt von Bill Murray und Adam Driver, wenn die zwei in ihrem Auto sitzen und Streife fahren, man sieht nie einen Menschen auf der Straße, das ist irgendwie wie leer gefegt. Aber irgendwie schaffen es die Zombies doch, dann irgendwie mal jemanden zu erwischen, weil da gibt es so ein belebtes Diner, wo es, Zitat, den besten Kaffee weit und breit gibt. Wahrscheinlich auch den einzigen. Ja, wohl auch den einzigen. Und ausgerechnet da passiert dann so die Attacke und das ist ganz, sieht ganz furchtbar aus, dass natürlich diese Kleinstadtpolizisten damit irgendwie völlig, auch nervlich völlig überfordert sind mit dieser zerfetzten Leiche da, die so ausgeweitet wurde, weil natürlich die Zombies da auch sich dran verköstigt haben. Und ja, das eigentliche Ziel der Zombies war ja was anderes. Das eigentliche Ziel der Zombies war was anderes. Was war denn das eigentliche Ziel? Ja, von den ersten Zombies war das eigentliche Ziel Kaffee. Ach so, ja. Kaffee. Also schwingt natürlich auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit, denn die Zombies verfolgen immer das, was ihnen im Leben am wichtigsten war, weil das irgendwie so das ist, was noch irgendwie so ein bisschen halb in ihre DNA eingeimpft ist. Ne? Und da gibt es halt dann diese typischen Smombies, die Smartphone-Zombies, die ja dann irgendwie rumlaufen und WLAN suchen. Und WLAN. Aber wir wollen mal nicht alles vorwegnehmen. Snickers. Insbesondere die Szenen, wo Bill Murray und Adam Driver im Auto unterwegs sind und sich unterhalten, haben mich wirklich sehr stark an Night on Earth erinnert, wo Armin Müller-Stahl als Taxifahrer unterwegs ist und irgendwie immer Leute mitnimmt und dann Gespräche draus entstehen. Also das war wirklich sehr, sehr tolle Szenen, wenn die beiden da gefahren sind. Auch so ganz trockene Kommentare irgendwie zu der Situation oder... Das wird ein böses Ende nehmen. Ja, und das wollen wir vielleicht mal nicht verraten. Es wird hier auch durchaus mal so diese Ebene durchbrochen, diese Filmebene, dass eben so ein bisschen die Zuschauer mit involviert werden in den ganzen Film. Das, ja, aber ich muss sagen, so begeistert wie ich, was heißt begeistert, so, sag mal, angetan von dem Film, wie ich während des Films war, weil das auch mal eine schöne Sneak war. Also ich fand, als Sneak war das eigentlich ideal. Das ist so ein Film, den guckt man, da geht man jetzt nicht unbedingt ins Kino dafür, guckt man sich zu Hause mal in Ruhe an, zumindest wenn man den Regisseur kennt, Jim Jarmusch, da weiß man, okay, das ist ein bisschen sperrig, das ist jetzt nicht der riesen Kinokracher, den man auf der großen Leinwand gesehen haben muss, sondern ist vielleicht eher was, den man sich zu Hause mal zu Gemüte führt. Und deswegen war das für die Sneak ganz gut. Aber der ist bei mir jetzt fast eine Woche später, ist der nicht gut gealtert schon, der Film. Es sind noch ein, zwei, drei Szenen in Erinnerung, die ganz nett waren, aber der Rest des Films ist bei mir irgendwie völlig ausgelöscht irgendwie. Da ist jetzt nichts dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, oh, das war cool oder das war cool oder da waren coole Sachen. Weiß nicht, wie es dir da geht. Anders. Umgekehrt. Es war wirklich anders. Also ich bin sehr froh, dass ich den im Kino sehen durfte. Allein von der Besetzung her. Also Bill Murray ist halt extrem cool und Adam Driver als Kollege dazu nebendran. Also ich fand das so unfassbar, wie die beiden auch wieder funktioniert haben in dem Film. Und das ist einfach teilweise, ja, also beide mit ihrer einfach so Art. Das geht schon über dieses normale Kleinstadtkopf-mäßige raus, weil das waren eher so leicht genervte Kleinstadtkopfs. Mit auch, das wird ein böses Ende nehmen. Sag doch mal was anderes. Warum sagst du das immer? Ja, immer so ein bisschen leicht lethargisch. Und ja, und auch die Rollenbesetzungen von den anderen, also Farmer Miller, also Steve Buscemi, fand ich echt cool, wie er da im Diner hockt mit seiner Make America White Again Mütze. Neben Danny Glover. Neben Danny Glover und sich mit dem unterhält, so la-di-da, di-da. Und es waren so viel, wie ich fand, einfach witzige Szenen drin, die auf so eine ganz eigene Art und Weise einfach witzig sind. Einfach weil sie so verschroben und so fürchterlich trocken waren. Also das ist wirklich ein extrem trockener Zombie-Film gewesen, was den Humor angeht. Und wir haben ja zuletzt auch andere Zombie-Filme gesehen, da stinken die echte gegen ab. Und
Wie gesagt, es steht ja auch dran, wie einer der bestbesetzten Zombie oder der bestbesetzte Zombiefilm aller Zeiten. Und ja, das kann ich echt nur unterstreichen. Was ich beeindruckend fand, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, waren die Kinderzombies, die rumgerannt sind, weil die fand ich extrem gut geschminkt. Da hast du, also habe ich für mich gemerkt, so, okay, da haben sie mit den Kids echt Spaß gehabt und denen wollten sie richtig auch einen Auftritt gönnen. Die haben sie richtig, richtig gut hergeschminkt. Ab und zu mal so ein animierter Zombie, ja, da, okay. Tilda Swinton, ey. Wie geil ist das denn gewesen mit der? Bei der wusstest du vom ersten Moment, okay, da passt was nicht. Wir spoilern jetzt natürlich nichts, aber. Wie sie dann immer so, wie nennt man diese Art, wie sie gelaufen ist? Die ist halt immer, musst dir vorstellen, Kate, die ist keine Kurven gelaufen. Die ist halt immer ganz gerade. Wenn sie irgendwo zu einer Tür reingehen wollte, ist sie quasi genau in der Mitte von der Tür, hat sich um 90 Grad gedreht, ist dann quasi genau. Hat so Haken geschlagen. Und so ist die halt durch die Kleinstadt gelaufen. Ne? Und die war, die hat die örtliche Bestattungshaus übernommen. Und hat da noch immer die Leichen irgendwie absurd geschminkt. Ja. Das war irgendwie ganz creepy. Auch dann so fragen sie, sind sie und Officer Ronnie Peterson, sind sie ein Paar? Wer? Ja, der physisch Attraktive. Und immer mit vollen Namen alle Leute angesprochen. Und vollem Titel. Also, und das fand das einfach großartig, weil der Film komplett seine komplette Zeit, also der geht ja, wie lang ging er? 90 Minuten ungefähr rum, sowas. Ist der einfach nur komplett, bleibt bei sich, 105 Minuten. Der bricht nicht groß aus nach oben oder unten, sondern der bleibt in seiner Art. Und auch diese andere Ebene, wo der Erik ja schon angesprochen hat, die passt auch vollkommen richtig rein und du denkst dir nur so, ach du Scheiße. Wie gesagt, ich habe das sehr, sehr gefeiert, auch wegen den ganzen anderen Referenzen, die noch mit drin waren im Film. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ja, dieser Zombie-Angriff, war das nicht sogar Actionfiguren von The Walking Dead, kann das sein? Actionfiguren? Ja, als die Jugendlichen in der Tankstelle sind. Ich weiß gar nicht. Also der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel, dieser Typ da. Ja, brutal. Der hatte ja Poster von Night of the Living Dead. Den habe ich hier hinter mir sogar. Der hat auch so einen Button dran. In der Special Edition. Ja, genau. In der Special Edition habe ich den sogar hier stehen. Einer meiner liebsten Zombie-Filme. Ja. Dann oder. Auch so das Auto und sowas. Also da wurde schon... Ja, guck genau, das, die Autos. Das war auch so ein Ding. Und der Smart. Ja. Night of the Living Dead. Disc 1, 30th Anniversary, 1999er Fassung. Film B, 1968er Fassung. Boah. Achtung, FSK 18 steht ganz groß drauf. Digital Remastered. Ja, oder halt auch Chardonnay. Das war auch so ein Ding und Adam Driver, der einen Zombie den Kopf abhackt und dann so, oh, du hast echt einen guten Schwung, hast du irgendwie schon mal, das kommt auch im Trailer, hast du da schon mal irgendwie hier, bist du A-League oder sowas. Baseball. Das einfach so, und das ist einfach komplett trocken und das halt die ganze Zeit durch. Und mir hat der richtig Spaß gemacht. Ich habe das wirklich gefeiert, weil ich einfach, ja, das war der Name der Stadt, Centerville, wo halt alles spielt. Also wirklich so auch so kleine Details, so kleine Sachen und dann halt Bill Murray. Also Bill Murray, ich habe ihm diesen Cop, diesen völlig abgefuckten Cop, dem habe ich ihn komplett abgekauft. Weil das war einfach so. Ja, der hat halt sich selber fast gespielt. Also bei Zombieland hat er schon eine ähnliche Rolle gespielt. So dieses, das ja. Mich kann nichts mehr schocken, so dieses bis auf dann, ja, wo sie natürlich die ausgeweiteten Leichen da finden. Da geht der einer nach dem anderen rein, um Gottes Willen, das muss ein Tier gewesen sein. Das ist ja relativ am Anfang die Szene auch noch und deswegen ist es nicht der Riesenspoiler, aber die gehen da rein, gucken die Leiche an, Bill Murray geht rein, guckt im Diner die beiden Leichen an, geht raus. Dann kommt von erst das erste Mal draußen, es sieht aus, als ob ein Tier drin war oder mehrere.
Ja, glaubst du echt? Ja, ja, klar. Da kommt Adam Driver, guckt sich das an und es sind genau die gleichen Szenen, einfach nochmal genommen von den gleichen, ganz genau die gleichen Bilder. Und kommt raus. Oh, ich glaube, das waren irgendwelche, es war irgendein Tier oder mehrere. Doch, das habe ich auch schon gesagt. Und dann kam noch die Polizistin. Scheiße, wer hat denn die gespielt? Die, warte mal. Die Kollegin. Ja, Moment. Caleb Landry-Jones, Bobby Wiggins, kann das sein? Chloe irgendwas. Nee, warst du nicht. Hä? Was? Nee, Entschuldigung, ja. Chloe irgendwas. Ja, warte mal. Hä? Ich finde sie hier gar nicht in der Liste. The Rest. Ja, ich finde sie nämlich auch nicht. The Rest ist sorted alphabetically. Und dann kommen sich die ganzen Zombies zuerst hier, oder was? Auf jeden Fall die Kollegin aus der Chloe Polizeiwache. Sevigny. Chloe Sevigny. Ja. Ja, kommt dann auch rein. Und du ziehst halt zum dritten Mal den gleichen Schnitt. Können Sie mal bitte diesen Menschenauflauf dort auflösen? Ja. Stehen irgendwie so drei Leute davor, die gedacht, okay, hier gibt's nichts zu sehen. Das hat mich so ein bisschen an nackte Kanone. Leute, geht nach Hause. Und auch die kommt raus, das sieht aus, als ob ein Tier das war. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Und das sind einfach so Sachen, es ist so konsequent auf seine Art einfach und mich hat das komplett abgeholt. Das ist aber ganz deswegen typisch für Jim Jarmusch, dieses ganz trockene, teilweise auch wiederholend absurde und sowas. Also wenn dir das gefällt, guck mal so Coffee and Cigarettes oder ja, das ist eigentlich ein ganz guter, da gibt es auch, glaube ich, schon mehrere Teile davon, weil das so erfolgreich war. Da geht es einfach um einen Tabakladeninhaber, der mit Leuten quatscht, die reinkommen, die teilweise total absurde Geschichten mitbringen oder weiß nicht, da passieren die irrwitzigsten Sachen. Ja, fast so ein bisschen wie Clerks, dann heißt das so ein Anlaufpunkt, wo alle herkommen. Ja, eben. Also, Also für die Sneak, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, in Bereich Sneak, also fand ich sehr, sehr okay den Film. Aber so jetzt als Film, selbst mit diesen ganzen Fanreferenzen und sowas und so, fand ich ihn nicht hundertprozentig überzeugend. Hatte mich nicht ganz so mitgenommen gehabt, fand ich. Deswegen, ich glaube, ich liege da so, weiß nicht, habe ich eigentlich schon Punkte gegeben? Nee, du hast keine Punkte gegeben. 7, doch. Ja, da liegen wir ja massiv auseinander. Ach so, was hast denn du? Ich habe 34 gegeben, nein, ich habe 7, 8 gegeben. Ach so, ja, also es war ein toller Film, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Hat mir gefallen, aber ja, hatte schon so, also hätte besser sein können, finde ich. An manchen Stellen. Ja, aber das ist, finde ich, Jammern auf relativ angenehmem Niveau. Mhm. Nicht hohem Niveau, aber angenehmem Niveau. Wenn man das vergleicht mit anderen Zombie-Filmen, die man schon gesehen hat und wie ich halt auch zuletzt Zombie-Filme, dann ist es eigentlich eh schon geschwätzt. Also. Und Kate, jetzt die spannende Frage. Hast du Lust drauf, den Film zu sehen? Definitiv. Okay. Ja, gucken wir zu Hause mal an. Mhm. Wenn er dann läuft. Okay, dann, wie sieht es denn überhaupt aus mit morgen? Was gibt es denn da so an Tipps oder Hinweisen? Und morgen. Erstmal nochmal der Hinweis, morgen. Die Sneak 1004 findet wieder im Gloria statt. Mhm. Und der Tipp dafür ist schlicht und ergreifend böser Bub. Und? Schon was eingegangen? Ja, ein Tipp, und zwar Brightburn. Und ich hoffe so, dass er kommt. Das könnte passen, weil das ist ja... Das könnte wirklich passen. Glaube ich, die düstere Version von Superman, ne, wo er seine Kräfte zum Bösen einsetzt oder sowas, ne? Ganz genau, ja. Oder nicht, er lief auch schon in anderen Sneaks auch. Ist das nicht von dem Regisseur, der da in Ungnade gefallen ist? Gerade jetzt auf The Galaxy hat er gemacht, ja. Genau, hier der James Gunn, ne? Ja. Ja, aber der ist ja wieder zurück. Der ist ja aber das war ja damals der Film, wo er ein bisschen dann sich ausgetobt hat. Ja, cool. Ja, also hätte ich Bock drauf. Ich bin auch morgen dabei. Ja, das würde ich auch, also finde ich auch ganz interessant. Wenn man gerade hier Guardians und so, ich habe jetzt gerade gestern eine coole Rocket Beans Sendung geguckt. Da haben die haben immer so eine Sendung, die heißt Endgegner. Da ist immer ein Experte da, meistens von den eigenen Nerds irgendwie, der sich in einem bestimmten Bereich ziemlich gut auskennt und zwei andere, die ihn herausfordern. Und da haben sie das Thema MCU gestern. Und kann man auch schon auf YouTube gucken. Fand ich echt geil. Also diese Infos, wo selbst die in Anführungszeichen Experten da absolut rätseln mussten und dann die Auflösung dazu, waren viele Sachen, die ich nicht wusste. Ihr wisst bestimmt das alles, was da kommt. Für mich war viel Neues dabei. Ich schreibe es mir mal mit drunter, ich werde es mal mit verlinken, weil wir gerade hier Guardians hatten.
Okay. Jo, dann, wenn wir nur einen Tipp haben, dann ist es der halt. Dann kommt der auch. Dann schauen wir doch mal weiter, was wir noch so geguckt haben. Nee, mein Heimkino-Jingle passt jetzt noch nicht, denn ich habe noch einen Film im Kino gesehen. Und zwar habe ich Godzilla 2 angeschaut, oder wie der eigentliche Titel ist, Godzilla, King of Monsters. Und Entschuldigung. Erstes Gelächter schon hier. ich bin ja bekennender Fan hier von dieser ganzen Godzilla-Geschichte und Kaijus und sonst was alles. Deswegen, also das war für mich eigentlich schon ein Ding, dass ich da reingegangen bin. Und ich wusste schon, dass wenn es gewisse Sachen beinhaltet, dann wird mir der Film auch gefallen. Und der Film hatte mich schon kurz nach dem Sender-Logo, hätte ich es beinahe gesagt, aber hier, wie heißt das, Filmverleiher-Logo, weil dann kommt gleich was, dann hat mich der Film eigentlich schon gehabt, ne? Und was dann kommt, der schließt direkt an den vorhergehenden Film an, oder heißt nicht so direkt, sondern es kommt eine Szene, wo wir was sehen, was im vorhergehenden Film passiert ist. Wir erinnern uns, Godzilla trampelt da auch so durch eine Stadt, wie immer, wie in jedem vorhergehenden Film. Und da kommt ein kleiner Junge zu Schaden dabei. Und die Mutter, gespielt von Vera Farmiga, die sehen wir da völlig aufgelöst. Und der Vater, ach, wie heißt der? Moment, der war bei Manchester by the Sea. Godzilla, King of Monsters. Kyle Chandler natürlich, den kennt man ja auch. Ja, die sind völlig aufgelöst. Die haben noch eine Tochter, die hat das überlebt. Und wir sehen dann ein bisschen später, dass die Familie so ein bisschen entzweit ist. Der Vater lebt nicht mehr mit Mutter und Tochter zusammen und die Tochter ist jetzt langsam groß geworden. Und die Mutter arbeitet in der Forschung und versucht, diese Kommunikation der Kaijus, also diese Riesen, oder wie hier nennen sie es im Amerikanischen, nennen sie es Titanen, zu entschlüsseln, um eben, ja, weil die sich natürlich auch, wenn die untereinander kommunizieren, können die sich natürlich auch anstacheln, um irgendwo anzugreifen oder eventuell auch zu beruhigen. Und da forscht sie eben daran, in so einer Forschungseinrichtung von Monarch wird gezeigt. Und dieses Monarch, die haben weltumspannend diverse Niederlassungen, sieht so ähnlich aus wie bei Fallout, diese Vaults. Und da drin haben sie überall auf der Welt so diese Kaijus, die teilweise irgendwo in einer Art Winterschlaf sind oder unter der Erde oder im Eis gefangen oder tief unter dem Ozean. Ja, die erforschen sie da halt und versuchen halt diese Frequenzen halt rauszufinden und da ist sie mit dabei. Dann geht ein bisschen was schief, wie immer in solchen Filmen. ups. Nein, das ist ja das, was man sehen will. Und ich werde jetzt nicht verraten, was und wie und warum und weshalb. Auf jeden Fall sind dann mehrere von diesen Kaijus werden befreit aus ihrer Art Winterschlaf und es gibt ein oberböse Kaiju, der die alle so ein bisschen unterjochen will, quasi wie so ein Leitwolf und gibt es dann auch große Kämpfe. Godzilla ist natürlich auch irgendwann mal wieder mit dabei, den sieht man auch schon auf dem Poster. Und ja, das, was eigentlich klingt wie so ein bisschen relativ banale Story, wie es ja meistens ist, ist auch relativ, also storymäßig auch relativ einfach gehalten, aber es macht unglaublich viel Spaß. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also gerade wenn man so ein bisschen diese ganzen Sachen mag, ich habe die ganze Zeit ein kindisches, typisches Vergnügen gehabt, während ich diesen Film geschaut habe. Die Schauspieler sind natürlich diesmal jetzt auch wieder erste Wahl mit Kyle Chandler, Vera Farmiga und auch so die anderen. Das spielt zum Beispiel wie heißt der? Ich glaube, der Sohn von Ice Cube oder so spielt, nee, nicht Ice Cube. Bobby Brown spielt auch. O'Shea Jackson Jr. Spielt, ist das der von Ice Cube, der Sohn, oder von Dr. Dre? Einer von den beiden. Ja, David Strathairn ist dabei. Sally Hawkins ist dabei. Die haben wir zuletzt im das Sneak gesehen gehabt in The Shape of Water. Man möge sich erinnern. Ken Watanabe ist mit dabei, der ja auch schon im vorhergehenden Teil dabei war. Ja, es hat einfach, es passt. Es passt rundum, es ist toll. Und ich hatte noch ein kleines besonderes Erlebnis. Ich hatte mein Godzilla-T-Shirt an und bin da rein. Ich dachte erst, ich wäre allein in dem Kino, weil als ich die Karte gekauft habe, war wirklich alles leer. Ich habe es online gekauft, irgendwie so anderthalb, zwei Stunden vorher, war alles leer. Dann bin ich gekommen und da waren die Türen zu, die gehen irgendwie automatisch auf in diesem Kino.
wenn dann, wenn man rein darf. Und da kamen wirklich echt viele. Und ich habe mir extra einen Platz weit vorne vor der Leinwand geklickt, weil ich das dann ganz gerne habe, wenn niemand vor mir sitzt, wenn ich da wirklich schön nicht abgelenkt werde und wenn mein Blickfeld nur Leinwand ist. Das, und dann waren vorher schon so ein paar Japaner, die damit gewartet haben, die mich schon gesehen haben. Und die konnten leider, also ich kann kein Japanisch, außer vielleicht 2, 3 Floskeln. Und die konnten weder Deutsch noch Englisch, war es ganz schlecht bei denen. Ich weiß gar nicht, warum die sich den Film angeguckt haben. Vielleicht waren die hier zu Gast und haben gedacht, okay, ich muss den hier schon sehen. Die haben sich dann zu mir in die Reihe mitgesetzt und die haben auch einen Riesenspaß gehabt bei dem Film. Das war so cool. Wir haben uns zwar nicht verstanden, aber wir haben dann immer so, hey, ja. Ja, also es war echt, und vor allem, die haben teilweise die Scores von alten Filmen genommen, neu aufpoliert, die dann bei bestimmten Szenen kommen, oh, da ging einem so das Herz auf und bis hin zu den Sounds und teilweise zu den Szenen, wie die aufgebaut waren, wo man sagt, oh ja, das war doch wie damals bei dem und so, also es war so viel Fanservice dabei, oh, wie irgendwie bei Star Wars hier das Erwachen der Macht oder so, also das war wirklich, also ich fand sogar fast noch einen Zacken besser als den vorhergehenden Godzilla-Film, wo ich schon gedacht hatte, oh, das war ein ziemlich rundes Ding. Aber hier, boah, auch mit dem Auftauchen von bestimmten Kaijus, die lange nicht zu sehen waren in diesem Universum, nenne ich es jetzt mal. Ich will auch nicht spoilern, wer das ist. Man sieht es auch, glaube ich, zum Glück nicht im Trailer. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Kann ich euch gar nicht sagen. der läuft jetzt leider nicht mehr in vielen Kinos hier, zumindest in der Region. Ist komischerweise aber immer noch deutschlandweit in den Charts, habe ich mir jetzt mal aufgerufen, vorne mit dabei, also nämlich Platz 1. Und, ach nee, USA habe ich hier. Moment, muss ich mal auf Deutschland klicken. Vielleicht finde ich hier irgendwo ein paar, in den USA ist auf Platz 1, na, wie sich das gehört. Ja. Vielleicht finden wir noch die deutschen Charts oder Stuttgarter Charts, vielleicht funktionieren die bis nachher. Ja, ich weiß nicht, ihr seid nicht so in diesem ganzen, das ist nicht so euer Universum, oder? Ja. Nee, gut. Man sieht, es gibt auch, genau, es gibt auch so kleine Post-Credit-Scenes jetzt, man hat gelernt von Marvel. Es gibt auch schon in dem, Moment, jetzt muss ich mal kurz eine kleine Spoilerwarnung setzen hier. Achtung, Spoilerwarnung. Ist keine schlimme Spoilerwarnung, aber man sieht in der Post-Credit-Szene hat man schon deutliche Hinweise auf den nächsten Film. Der nächste Film wird wahrscheinlich King Kong vs. Godzilla werden. Also man, es geht wohl. ich fand die letzten King Kong-Filme nicht so gut. Also ist für mich jetzt keine so positive Überraschung, dass das jetzt kommen wird. Oh, euer Kaiju. Ich finde das auch. ja, finde ich nicht so positiv, aber man hat in den Post-Credit-Scenes auch schon ein bisschen, man muss da sehr genau hingucken, da werden so Zeitungsausschnitte und sowas gezeigt. Da erfährt man auch, wer von den Kaijus, die sich bekämpft haben in dem vorhergehenden Film, wer vielleicht doch überlebt hat. Ja, also es sieht manchmal aus, als oder manche denkt man, oder sie sind tot im Film, aber wahrscheinlich haben sie dann doch überlebt und in der richtigen Post-Credit-Szene, die kommt, dann erfährt man auch, was da wohl doch noch jemand vorhat mit ein paar Überbleibseln und so weiter. Ja, der eine von Game of Thrones spielt auch mit, der, war das der, den du gemeint hattest, Kate? Nein, ich meine Millie Bobby Brown von Stranger Things 11. Ah, den. Die spielt doch auch mit. Kannte ich jetzt nicht. Aber der, wie hieß er noch, Stranger Things, oder nicht? Der ältere grauhaarige Herr, der immer so hochgeschlossene Lederjacken anhatte bei Game of Thrones, hier, wie hieß er noch, der Kleinfinger. Nee, der ältere. Ach, verdammt. Der bis zum Schluss da ist, der dann Khaleesi auch so ein bisschen berät. Nee, der auch nicht. Der ist, glaube ich, jetzt muss ich ja Game of Thrones Spoiler setzen hier. Vielleicht finde ich es noch raus. Verdammt, ey, hier in der Liste, dadurch, dass es so komisch sortiert ist. Oh, Godzilla spielt mit. Steht bei IMDb in der Liste. Godzilla spielt Godzilla. Oh, Vorsicht, da stehen auch die anderen drin, die auftauchen. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, bitte nicht hier nachschauen.
Ach, ich find's nicht, Mensch, das ist ein ganz bekannter englischer Schauspieler. Egal. Also von mir eine Empfehlung für Fans des Genres. 8,5 von 10. Ich habe so einen Spaß gehabt. Ich muss den nochmal gucken. Ja, aber Boston Red Sox Fans, die werden es schwer haben in dem Film. Mehr sage ich jetzt nicht. Oh. Wieso? Ne, das hört sich nicht gut an. Ach, man weiß es nicht. dann gucken wir mal, was so Neues anläuft in den Kinocharts und Neustarts. Charts haben wir heute nicht. Nee, die tun nicht. Kinocharts und Neustarts. Gucken wir mal nur in die Neustarts rein, würde ich sagen. Ja, wenn wir nicht über Slenderman reden dürfen, dann gucken wir halt in die Neustarts rein. Ist schon okay. Stimmt. Ah, das kann man auch mal ein bisschen eher sagen, ne? Oh, ja, stimmt. Anfang steht der Sendung im Dokument. Ja, aber bevor das ich hier... Da stand vor Godzilla drin. Bevor ich hier alles einleite, los dann, Slenderman, erzähl. Slenderman kann man, glaube ich, in 60 Sekunden abhaken. Ja. Brauchen wir überhaupt drüber reden? Oder? Ja, doch. Also, leg mal los. Okay, wer Slenderman? Eine Gruppe jugendlicher Mädels beschwört den Slenderman bei einer Pyjama-Party daher und es verschwindet die erste Jugendliche auf mysteriöse Art und Weise und keiner weiß wie und was und nach und nach holt sich Slenderman alle der Jugendlichen und man muss dann herausfinden, warum, wer ist das Slenderman und der Film ist ungefähr so spannend wie Gras beim Wachsen zuzuschauen, wobei selbst da könnte ab und zu mal ein Tier vorbeikommen und damit könnte es ein Highlight werden. Ich fand ihn stinkend langweilig, null Schockmomente, die Geschichte einfach nur gottdoof, ein extrem schwacher Horrorfilm mit völlig überschaubarer schauspielerischer Leistung. Wenn ich dran denke, dass Sony da dahinter stehen, die haben sich bestimmt ein ganz anderes Projekt davon versprochen, haben gedacht, boah, das wird nach dem Internet-Hype mit Slenderman das Spiel, was ich auch gespielt habe, bestimmt voll der Knaller. Es ist voll der Knaller, aber es ist ungefähr so ein Kinderfeuerwerk oder einfach ein Knallbonbon ohne wirklich einen Knalleffekt, wo du auseinanderziehst und es knallt nicht. Also ich fand ihn richtig, richtig schlecht. Ich gebe ihm 2 von 10 Punkten. Ja. Gerade noch geschafft. Ja. Ich gebe ihm 3 von 10 Punkten, weil er hat wenigstens eins der größten Klischees nicht mitgenommen. Denn es gibt eine Szene in einer Bibliothek. Eins der Mädchen ganz alleine in der Bibliothek. Warum auch immer. Ja, ist immer so. Plötzlich sind immer alle anderen weg. Es wird dunkel, das Licht fällt aus, sie macht ihre Handykamera an und guckt sich um. Und es wird ausnahmsweise mal nicht gesagt, ist da jemand? Hallo? Nein, es bleibt still. Und deswegen kriegt er von mir 3 von 10 Punkten. Weil er einfach nur scheiße war. Ich hätte ihn auch fast geguckt. Ne? Der läuft ja jetzt gerade irgendwie auf Sky oder so, ne? Ja, wir haben ihn auch auf Sky geguckt. Er ist wirklich schlecht. Tut mir leid. Ich würde dir empfehlen, die Zeit sinnvoller verbringen. Zum Beispiel, schau dich im Spiegel an. Oder und sag Candyman. Ja, genau. Wegen mir auch das. Puh. Gut, jetzt Vorschau. Charts und Neustarts. Jawohl. Kinocharts und Neustarts. Aber die Charts funktionieren immer noch nicht. Ja, dann machen wir die Neustarts. Das war halt keine Sau im Kino. Soll ich mal anfangen? Ja. The Man in Black International, da habe ich auch den Trailer gesehen vor Godzilla. Der war etwas länger, war etwas anderes. Ich fand ihn immer noch nicht so besonders. Also richtig hat er mich noch nicht. Ich mag eigentlich die Man in Black Filme außer dem dritten. Vielleicht, ja, mal gucken. Ja, geht mir übrigens ähnlich, also bei Man in Black. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich kenne die Story schon. Aber die Story wird dieselbe sein, bloß halt jetzt in England, ne? Jetzt kommt sie halt rein und in dem Trailer hat man jetzt irgendwie ein paar coole Effekte gesehen von diesen Formwandlern da, aber sonst... Ja, und was war das? Und oh, wir werden infiltriert, wer könnte das wohl sein? Welche Rolle spielt eigentlich Liam Neeson? Tä, 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 tä.
sehr einfallsreich. The Dead Don't Die fängt ebenfalls an in dieser Woche, am 13.06. Ein Film von Jim Jarmusch mit Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton. Ich glaube, da habe ich schon mal was von gehört. Weiß nicht, ich muss mal gucken, vielleicht hat ihn irgendjemand schon gesehen. Mal fragen. Bailey, ein Hund kehrt zurück. Ist das jetzt, gab es da nicht schon mal einen Film? Ach ja, ja, genau, Bailey, ein Freund fürs Leben, genau, mit, ja, wie heißt der Hauptdarsteller? Ja, vor allem, das liest, Dennis Quaid. Fortsetzung des ersten Teils, ein Freund fürs Leben, über eine Hundeseele, die durch mehrere Körper reist, um ein Versprechen zu halten. Und da habe ich schon Kloß im Hals. Ja. Eieiei, alle Hundebesitzer können wahrscheinlich mitfühlen. Hollywood-Türke startet auch, über den haben wir auch schon mal gesprochen, haben wir einen Trailer gehabt. Ja, Culture-Clash-Komödie über Alpert, der Schauspieler werden möchte, aber aufgrund seiner türkischen Wurzeln immer die gleichen Rollen angeboten bekommt. Das wäre da auch ein Tipp für morgen, oder? Böser Bube, ja. Ja, guck mal hier, der muss, der wird immer als Böser hier, als Drogendealer. Oder Terrorist. Ja? Schwuler oder Terrorist heißt im Trailer. Ja. es startet auch noch Britt Marie war hier. Die 63-jährige Britt Marie hat gerade eine 40 Jahre bestehende Ehe und ihr fast ebenso langes Leben als Hausfrau hinter sich gelassen. Man sagt ihr nach, dass sie eine leidenschaftlich passiv-aggressive Tante sei. Bla 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 bla. Uninteressant, bla bla. Mitspielen tut Peter Haber, kenne ich nicht. Anders Mosling kenne ich nicht. Weiß nicht. Fordern hingegen Britt Marie über ihr typisches Leben als Hausmütterchen ganz schön heraus. Wow. Ja. Next. Enes Batur Gercek Karaman. Ich glaube, das läuft nur am Ufer. Ja. Nach einem Werbedeal erfährt Enes bald von der schädlichen Wirkung eines Produkts und setzt alles daran, die Konsumenten vor den fatalen Folgen zu bewahren. Ich sag mal, die Filme hier, die laufen doch nicht wirklich an, oder? Da hat uns doch jemand hier einen falschen Link, oder? Sunset. Ein ungarischer Film über kommt einem Familiengeheimnis auf die Spur. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber historisches Drama von Son of Saul Regisseur Laszlo Nemes, also Oscar-prämierter. Ja. Mit Susanne Wüst. Jetzt, du darfst den anderen machen, da freue ich mich schon drauf. Yoga, die Kraft des Lebens. Persönlicher Doku-Film. Ja, okay, der wird wahrscheinlich eher nicht laufen. Kim hat einen Penis. Frisch befördert kommt die Pilotin Kim aus der Schweiz zurück. Sie wird von ihrem Freund Andreas schon am Flughafen sehnsüchtig erwartet, denn nun soll die Beförderung auch gebührend befeiert werden. Doch später im Bett bemerkt er, dass Kim einen Penis hat. Den hatte sie vorher nicht. Warum das so ist, möchte Kim ihrem Freund nicht sagen. Bisher war das Paar ziemlich glücklich, doch Kim wollte einfach einen Penis. Nicht, weil sie ein Mann sein will, sondern einfach nur aus Neugier. Also stellte sie Andreas vor vollendete Tatsachen. Als wäre die Situation nicht schon chaotisch genug, zieht kurzerhand auch noch Anna, die beste Freundin von den beiden, zu Kim und Andreas. Anna ist frisch getrennt und hat einen sehr akuten Kinderwunsch. So wird das Problem zwischen Kim und Andreas, die beide über ihre Bedürfnisse und Wünsche sprechen wollen, nicht wirklich einfacher. So stellt sich schließlich die Frage, wenn man sich zu zweit einsam fühlt, ist man zu dritt nicht weniger allein? Irgendwie sind hier die Filmbeschreibungen zu lang auf dieser Seite. Ich brauche ja, deswegen, also ich habe das ganz anders gemacht. Du hast die andere noch auf, oder? Ja. Measure of a Man. Und, oder im Deutschen, ein fetter Sommer. Das ist ja wortwörtlich übersetzt. Aber ja, natürlich. Charmanter Coming-of-Age-Film, in dem der übergewichtige Außenseiter Bobby aus sich herauskommen und für sich selbst einstehen muss. Mit Donald Sutherland, Judy Greer und Luke Wilson. Okay. Das andere ist eine Doku hier, Fuck Fame. Ja. Und das andere ist auch eine Doku, Van Gogh und Japan. Ja. Jo, ja, da ist ja mal so ziemlich nichts dabei. Also gut, The Dead Don't Die, den haben wir euch empfohlen. Den kann man gucken. Bailey für Hundeliebhaber, Hollywood-Türke, könnte ein Überraschungshit werden. Und Men in Black? Ja, weiß ich nicht. Ich bin da echt irgendwie, boah, ich weiß nicht. Nachdem ich auch der dritte so enttäuscht hatte, ich weiß nicht. Ich fand den dritten gar nicht so schlimm. Oh, der dritte war, ich fand ihn furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich fand ihn nicht so schlimm. Diese, Zeitreise hin und her noch und so. Immer wenn denen nichts mehr einfällt, dann machen sie Zeitreise. Sie auch.
Siehe auch andere. Nachzufragen bei den Avengers. Ja, genau. Nee, aber der Trailer, wenn der Trailer wenigstens cool wäre, dass ich sage, boah, geil. Aber jetzt habe ich schon den langen Trailer hier gesehen. Und Spider-Man Homecoming Trailer kam auch. Und was kam? Nicht Homecoming, Far From Home. Was kam noch? Ja, auf den habe ich richtig Bock. Star Wars kam natürlich, der Trailer. Kamen viele Trailer. Naja, das war's also mit den Neustarts diese Woche. Charts haben wir nicht, das klappt irgendwie gerade heute nicht. Da müsst ihr euch einfach denken, dass Godzilla wahrscheinlich auf Platz 1 ist, weil da jetzt nochmal viele reingegangen sind hier in Stuttgart. Wir haben aber ein paar Kino-News und Trailer. Oh, da habe ich wieder irgendwas vergessen, zur Sicherheit die Frage? Nein. Nein. Okay. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ja. Dann gucken wir mal, was so Neues gibt in der Kinowelt. Sneak Preview. Ich mag sehr den Film Le Mans 70, heißt der, glaube ich. Da hatte ich auch irgendwann hier schon mal drüber geredet, dass ich den mal auf irgendeinem anderen... Le Mans 66 heißt der, oder? Ja, das ist jetzt der neue. Ich glaube, der andere, den ich meine, der heißt Le Mans 70, wenn ich mich, glaube ich, recht erinnere. Und mit Steve McQueen, wo damals die Rennszenen wirklich alle in echt gedreht wurden mit echten Stuntmen. Und vor allem, es sind da so, was man so kennt aus, was weiß ich, Forza oder Need for Speed, sind so Kameraeinstellungen drin. Man muss sich überlegen, wann das gedreht worden war. Jetzt muss ich selber mal kurz bei IMDb gucken. Le Mans? Warum findet er hier nichts? Ah, hier, Le Mans heißt der nur im Original. Ja, der ist von 1971, der Film, den ich meine. Ja, muss man sich überlegen. 1971, und damals war es so, da gab es noch keine GoPro-Kameras. Überraschung. Sondern die haben wirklich die riesigen Filmkameras, mit denen auf Breitwand gedreht wurde, die haben die teilweise auf die Autos gebaut, quasi so Stoßstangen Aufnahmen zu machen, wie man es so kennt aus diesen Szenen, wenn man halt so umschalten kann am Computer beim Spielen. Solche Einstellungen haben die ja in dem Ding drin, und das ist total irre. Das sieht wirklich wahnsinnig gut aus und hat da auch Preise abgesahnt ohne Ende. Und da gibt es jetzt einen Film, der heißt Le Mans 66. Da versuchen sie so ein bisschen, ja, den Titel wahrscheinlich so ein bisschen aufleben zu lassen. Er heißt aber im Original ganz anders. Der heißt Ford versus Ferrari. Und hat nur am Rande ein bisschen was mit Le Mans an sich zu tun, sondern es geht eigentlich eher darum, wie die beiden Automobilhersteller damals um die Vorherrschaft gekämpft haben in diesem Autorennen-Business. Und da gibt es einen Trailer dazu. Der sieht aber auch ganz gut aus. Ja. Und wie fand ihr den so? Ja, das hat mir gefallen. Mit Christian Bale wieder mal ziemlich verändert. James Mangold hat es gedreht, der ja, weiß nicht, der hat ja Logan zum Beispiel oder Wolverine, glaube ich, gedreht zuletzt. Und dann hat er ja Walk the Line und sonst was, also Todeszug nach Yuma hier. Aber der kann schon gut Regie führen, finde ich. Und hat mir gut gefallen. Also würde ich gerne sehen, den Film. Le Mans 66. Ja, der Trailer sah gut aus. Im Deutschen. Dann hat mir die Luise einen Trailer-Tipp weitergeleitet, nämlich 47 Meters Down, Uncaged. Weil, ja. ich bin ja so ein High-Fan, High-Film-Fan. Und ich hatte letztens ja schon mal über diesen 47 Meters Down gesprochen gehabt. Den hattet ihr dann auch geguckt, ne? Weil wir haben ihn auch geguckt. Also ich auf jeden Fall. Chris, glaube ich, nur teilweise. Der war ja schon ein bisschen cheesy auch und so. War jetzt geil. Auch nicht so viel High-Action drin. Und es gibt jetzt offensichtlich dann noch einen weiteren Film. Der heißt dann 47 Uncaged. Und der Trailer sieht schon richtig schön scheiße aus. Und ich hoffe, dass der Film genauso wird. Ja. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, nichts fürs Kino, wo man jetzt wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben muss. Aber kann man sich mal, wird wahrscheinlich sogar in Deutschland nicht ins Kino kommen, sondern wäre vielleicht so völlig überraschend. direkt ins Heimkino abwandern. Aber es ist ein Muss für mich. Was ebenso ein Muss ist, wo ich aber auch nicht sicher bin, Kino oder irgendwas, vielleicht kriege ich wieder einen Screener-Link oder eine Rezensionsdisk, ist ein weiterer Film aus der Reihe
Also der heißt jetzt Leberkäse Junkie. Und da gibt es ja diese Filme mit Sebastian Betzel, der einen Cop spielt in der bayerischen Pampa und da mit seinen ganzen Leuten da ja abhängen muss und total skurrile Situationen erlebt und teilweise auch schlimme Kriminalfälle. Und Simon Schwarz ist da auch mit dabei, den hatten wir letztens in unserer tausendsten Sneak ja auch mit dabei. Den muss ich auf jeden Fall sehen. Also das ist wieder ein Muss für mich. Ich lache mich da kaputt. Habt ihr den Trailer gesehen? Ihr seid nicht ganz so in der Reihe drin, ne? Doch, ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn lustig. Ich fand ihn cool. Der Trailer ist ziemlich lustig, ja. Die ganze Reihe ist ja... Also das ist jetzt, wenn man die Reihe kennt, das ist jetzt mehr vom Besten, also mehr von dem, was man mag, ne? Also irgendwelche kiffenden Leute in der Pampa und sein Vater von den Polizisten, der baut ja selber Marihuana an. Da hat er auch schon mal ein bisschen Beef gehabt und absurde Gerichtsmediziner und dann immer noch sein Kumpel / Privatdetektiv, der ihm bei den Ermittlungen hilft, aber er die Ermittlungen behindert oder irgendwie total kuriosen Einfälle hat, die überhaupt nicht passen. Mittlerweile hat er ja ein Baby mit seiner Freundin, die er beim letzten Mal, im letzten Film dann ja nicht geheiratet hat, aber zumindest zusammenzieht, ja. Ah, cool, muss für mich. So, wer möchte eure Trailer-Tipps vorstellen? Ich habe noch zwei Trailer reingestellt, deswegen darf ich sie wahrscheinlich vorstellen. Einmal I Am Mother, das ist ein Film von Netflix und der verrät leider im Trailer, finde ich, auch schon sehr, sehr, sehr viel. Geht darum, dass ein junges Mädel aufgezogen wird von einem Roboter. Also ein Roboter, der wird gesprochen von Rose Byrne. Und die Teenagerin Clara Rugard gehört quasi zu der ersten Generation Menschen, die nach der Auslöschung der Spezies Mensch auf der Erde da jetzt hochgezogen wird von einem Roboter eben. Und das erzählt so diese Geschichte, bis plötzlich von außen eine mysteriöse Frau nach innen dringt. Hilary Swank ist das. Und dann wird es natürlich schon spannend. Warum wurde die Menschheit ausgelöscht und bliblablub. Der Trailer ist ein Festival an Spoilern. Ja. Sah aber trotzdem ganz, ganz cool aus und ist seit 7. Juni, also seit 2 Tagen, auf Netflix verfügbar, aber nur in den USA. Und in Deutschland soll der bei uns ins Kino kommen, und zwar am 22. August. So. Warum das heißt, nicht zu Netflix? Dann können wir ihn gleich gucken. Kann ihn schon sehen. Bitte was? Hallo? Was? Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, warum nicht auch zu Netflix, dann könnten wir ihn gleich angucken. Ja, das. Die Frage geben wir einfach mal weiter an Netflix direkt. Hm. Liebe Netflix-Leute, warum? Vielleicht wollen sie ein bisschen Geld im Kino verdienen. Ach so, ja. Aber was schon irre ist. Ach so, ja, sorry. Ja, vielleicht kommt er in der Sneak. Ja, vielleicht auch mal nicht schlecht. Was schon irre ist bei Netflix. Was die momentan für in Anführungszeichen Einschaltquoten haben. Wie du halt mit einer Serie oder sowas, ich habe das letztens mal gehört, als so eine Serie neu gekommen ist, wo die einfach gesagt haben, hey, wenn wir die jetzt, wir können die jetzt ins Fernsehen bringen, in irgendeinem Cable Network in den USA, oder wir verkaufen sie an Netflix, kriegen wir vielleicht ein bisschen weniger dafür, aber wir haben halt mit einem Schlag erreichen wir so viele Millionen Leute, also jetzt nur auf USA bezogen, ja, das ist irgendwie total krass. Also was Netflix mittlerweile für eine Marktmacht als Sender hat, ja, was für eine Audience die haben, sieht man auch bei deutschen Filmen und Serien. Hier dieses Neue, ja, mit diesen How to Sell Drugs oder sowas, die haben ja irgendwie eine potenzielle Reichweite auf einmal irgendwie, ich glaube in Deutschland gibt es irgendwie 40 Millionen, gab es das? Also fast die Hälfte der Deutschen gibt es zumindest Accounts für Netflix, ja. Also es gibt ja auch so Familienaccounts, wo es mehrere Leute gibt, ne? Das ist irgendwie total krass. Okay, sorry, Ad Astra? Ad Astra, genau, ist der zweite, den ich noch reingestellt habe. Der kommt im September, glaube ich, müsste der zu uns kommen. 19. September, genau. Mit Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. Das spricht schon mal eine Hausnummer. Also Tommy Lee Jones finde ich cool, Brad Pitt mag ich auch. Deswegen schon mal ein Ding, dann spielt das Ganze noch im Weltall, das ist auch für sich und es geht darum, dass Roy McBride, also Brad Pitt, seinen Vater suchen muss und dessen Experiment, und das ist im Weltall irgendwie verschollen.
Und da geht es auch um das Geheimnis, was die ganze Zukunft der Erde gefährdet oder ins Gleichgewicht bringen kann oder. Also finde ich auch schon ein bisschen vorhersehbar, was passiert, aber es sieht sehr bildgewaltig aus. Und was ich halt sehr lustig finde im Trailer, ist ein Bild von Liv Tyler, wie sie am Bildschirm hängt. Und ich so, oh süß, haben sie die Szenen von Armageddon nochmal verwendet. Und ja, bin ich mich mal gespannt, wo der Film hingeht. Und das ist einer, da könnte man vielleicht auch überlegen, ins Kino zu gehen. Ja, das sieht auf jeden Fall aus, als braucht es große Kinoleinwand hier, die Bilder. Ja ich lasse gerade hier so ein bisschen ohne Ton laufen. Also sieht schon, also ich kenne, also der Regisseur, der das gemacht hat, James Gray, der hat ja solche, ja, so teilweise so dreckige Sachen gemacht wie Little Odessa oder The Yards oder sowas. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der sowas jetzt macht. Also, aber gut, der hat hier, sehe ich gerade, vor ein paar Jahren hat er die versunkene Stadt Z gemacht mit Charlie Hunnam und Robert Pattinson. Den habe ich nicht gesehen. Weiß jetzt nicht, ob er da schon mal ein bisschen in die Effektsparte so reingekommen ist. Warte mal, ich lasse mal kurz hier ohne Ton laufen. Sieht das effektlastig aus? Nee, auch eher so dreckig. Ich kann es nicht anders nennen. Also es ist meist, oh ja, das ist hier irgendwo, ja. Hier, das ist ja wirklich sehr glänzend und alles und mit Weltraum und so. Ich weiß nicht, wie er da jetzt auf einmal drauf, der Regisseur, so kenne ich den gar nicht. Aber gut. Ja, wenn es spannend ist, auf jeden Fall, gute Science-Fiction-Raumschiff-Sachen bin ich immer zu haben. Ja, wenn Christopher Nolan jetzt nur noch irgendwelche Kriegssachen verfilmen will, bitte. Ja, mal gucken. Coole Trailer-Tipps. Ich werde die alle mit einbinden in die Shownotes, damit die geschätzten Hörer das auch mal noch anschauen können. Und wir werfen jetzt mal einen Blick in die Serienlandschaft, damit die Kate auch was erzählen kann. Yeah. Serien. Yay! Yeah. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Kate hat Fernsehen geguckt. Kate hat Serien geguckt. Kate hat sich mal direkt zwei neue Staffeln vorgenommen. Von neu rausgekommenen Serien. Und zwar die fünfte Staffel von Black Mirror, die auch gleichzeitig die letzte Staffel ist. Die letzte Staffel hat auch nur 3 Folgen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil ich finde, wenn so eine Serie endet, dann kann die auch mit einem Knall enden. Und dann können das auch mal ein paar mehr Folgen sein als nur 3. Ohne jetzt zu sagen, wieso und weshalb, warum, weil ich niemanden den Spaß an den Folgen nehmen möchte. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Wir hatten schon durchaus bessere Staffeln und durchaus bessere Einzelfolgen wie jetzt in der letzten Staffel. Meiner Meinung nach hätten wir uns die 3 Folgen schenken können. Mir wäre es vollkommen recht gewesen, wenn die Serie schon endet, dann hätten wir mit der letzten Folge der 4. Staffel aufhören können, weil die war sehr, sehr cool, weil die halt so alles nochmal zusammengepackt haben. Welche war das? Die mit dem Museum? Das war die mit dem Museum, ja. Und ich finde, das hätte ohne Probleme die letzte Folge sein können. Oder man macht halt was richtig Geiles. Denn was mir in den neuen Folgen fehlt, ist tatsächlich dieses Science Fiction, dieses zukunftsorientierte Leben. Ja, diese What the fuck Momente, ja. Denn alle 3 Folgen sind gefühlt in Jetztzeit nur ein bisschen mehr Technologie. Ja, also wieder diese transparenten Handys, die wir schon kennen, irgendwelche lustigen Roboter, die man ja auch in den Trailern für die Folgen schon gesehen hat. Und ich war extrem enttäuscht von den 3 Folgen. Extrem. Mir hat das Ganze noch auch sowieso besser gefallen, als es noch nicht in Netflix hätten war. Ich glaube, die ersten 3 Staffeln waren noch BBC und dann hat es ja Netflix übernommen und war schon immer ein bisschen weniger abgefreakt als zu BBC-Zeiten. Aber jetzt die ganze Staffel mehr als enttäuschend. Und das, obwohl man eigentlich so hochkarätige Schauspieler hat. Das ist schade. Das ist sehr schade. Weil ich also habe es noch nicht gesehen. Die Storys, okay, wirklich, also tolle Schauspieler, coole Idee, ja, aber für Black Mirror zu enttäuschend, finde ich. Für mich kein Black Mirror, sondern irgendwas anderes Neues. Mal gucken, ich werde bestimmt nächste Woche dann auch was drüber sagen können in der nächsten Sendung. Ja.
wenn ich es bis dahin geschafft habe. Manchen finden es bestimmt total geil, aber wir waren bei Black Mirror schon an Punkten, wo ich da saß und dachte, fuck. Ja, und jetzt war es einfach nur so, naja, Miley Cyrus. Oh, guck mal, das ist doch der aus... Was, Miley Cyrus? Und, ja. Okay. Und, ach, guck mal, der von den Avengers. Oh, ja, Spoiler. Schauspieler und so. Nein, du siehst alle drei Hauptdarsteller schon in, im Trailer. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Oh, Erik. Ja, ist ja so. Ja, nein, also ich möchte, also wirklich, ich möchte jetzt niemandem den Spaß nehmen, die Folge zu gucken, weil das sind grundsätzlich gute Serien, ja, und gute Episoden. Aber fürs Black Mirror-Universum, für das, was wir schon gesehen haben, fand ich es enttäuschend. Das BMU. BMU. Ja. Nein, nicht so meins. Andere Serie, die eher meins ist, die ich auch angeguckt habe, ist die zweite Staffel von The Rain. Wir erinnern uns, The Rain, erste Staffel ist eine nordische Geschichte, ich glaube Schweden, sowas in der Richtung, Norwegen, irgendwas aus der Richtung. Ging es darum, dass plötzlich ein Regen niederkommt und alle Menschen sterben qualvoll oder infizieren sich und infizieren dann dadurch noch andere. Und ein Junge und ein Mädchen, Geschwister, sind in einem Bunker eingeschlossen, wurden da von ihren Eltern reingesteckt und sollten da überleben. Und irgendwann geht denen halt das Essen und Trinken aus und die Eltern sind auch beide nicht mehr anwesend. Und dann ging es halt darum, dass man eben dass sie ihren Bruder beschützen muss, weil er mit diesem Virus irgendwas zu tun hat. Und in der ersten Staffel sind sie dann irgendwann mal raus aus ihrem Bunker und so. Und kommen dann zu dieser Genetikeinrichtung Apollon, wo man eben rausfindet oder versucht halt dieses Virus zu stoppen. Allerdings egal um welchen Preis. Also, und sie will halt, dass ihrem Bruder nichts passiert. Also büchsen die da wieder aus. Und da geht die zweite Staffel weiter. Und die geht genauso, sagen wir mal, langatmig weiter, sagen wir mal so. Passiert sehr, sehr viel in sehr langen, gefühlten Episoden. Wieder gut umgesetzt. Aber wenn ich noch einmal Simon rufen höre, Rasmus, drehe ich durch. Weil dieser Name von diesem Jungen, der taucht in jeder Folge schon 15 Mal auf, öfter. Ja. Weil sich alles nur noch um ihn dreht. Und er halt vielleicht die Antwort, aber vielleicht auch die größte Gefahr für die Menschheit ist. Und sie will halt, dass ihm nichts passiert. Aber ja. Und irgendwann fängt er halt jetzt auch an, sich dagegen zu wehren, immer beschützt zu werden. Und er kriegt immer mehr Selbstbewusstsein und möchte sein Leben selber bestimmen. Aber trotz allem sind die halt immer noch auf der Flucht vor Apollon und mittlerweile auch noch vor anderen Leuten, die ihn halt haben wollen, um die Menschheit zu retten. Und sie sind halt. Da wirkt es dann schon sehr, sehr egoistisch, was die beiden tun, aber aus meiner Meinung nach schon verständlichen Gründen. Die erste Staffel war schon sehr, sehr unterhaltungslastig und sehr langatmig auf eine gute Art und Weise und das macht die zweite Staffel genauso weiter. Mir fehlen jetzt noch zwei Episoden, dann bin ich durch. Wer die erste Staffel mochte, guckt gern weiter, ist gut. Kann ich unterschreiben, ich bin auch ungefähr da. Also mir fehlen auch noch zwei Folgen. Ja, sind ein paar nervige Szenen drin, gerade auch wenn sich dann irgendwie so Kids, so Teenies verlieben und so. Das ist irgendwie cheesy gemacht dann. Gerade auch dieser eine Typ mit dieser übergroßen Brille da. Ja, aber die zwei sind irgendwie süß, ja, ich finde irgendwie knuffig. Genau, ja, ist schon alles ganz nett und so, aber das Eigentliche, was mir so ein bisschen da gefällt an diesem Film, ist eben diese Endzeitstimmung. Und das ist eigentlich schon ganz gut umgesetzt und ja, ich fand's gut. Also gerade auch, wo die dann so die Experimente da machen mit ihm und dann vorher schon sagen, oh, das, ist kein gutes Ende. Wir müssen mal gucken, ob der das überlebt und so. Ja, ja, das ist, aber wie gesagt, mir geht halt tierisch auf den Wecker, dass man ständig seinen Namen nennen muss. Die ganze Zeit Rasmus hier, Rasmus da. Ich weiß, dass er Rasmus heißt. Kate, das magst du nicht, oder? Das geht so auf den Wecker. Verstehe nicht, Kate. Kate, das musst du erklären, Kate. Nein, doch.
Aber cool, kann man angucken. Serie, ja, klar. Ja, das macht Spaß. Habe ich hier in der Sendung eigentlich schon mal über Tschernobyl, über die Serie geredet? Oh, die habe ich auch fertig geguckt, habe ich ganz vergessen. Ja? Habe ich auch durchgeguckt. Ja oder nein? Habe ich? Du hast, hier? Ja, okay. Dann, ich war mir nicht mehr sicher, ob es hier war oder nicht. Hast du schon geredet? Ja, ich habe es auch fertig geguckt. Echt gut. Ja, echt gut, ja. Auf eine gruselige Weise gut. Ja. Ja, ich fand das Ende ein bisschen abrupt irgendwie. Das ging so zack, 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 plötzlich war es aus. Aber ansonsten sehr, sehr geile Serie. Also auf eine bedrückende und sehr traurige Art sehr gut. Ja, weiß, da waren so viele Stellen drin, wo man einfach da, einfach so, oh, wie geht das? Gerade wenn die dann. Wie konnte das passieren, ne? Auch diese Ignoranz. Das war jetzt in der letzten Folge jetzt, was ich jetzt nenne, aber das ist jetzt kein direkter Spoiler, wo dann wirklich so auch so Leute losgeschickt werden, um die verbliebenen Haustiere von den Personen, die noch in der Zone sind, da auch umzubringen, damit die nicht quasi irgendwie über Land ziehen und sich das weiter irgendwie verbreitet und so. Und da werden halt Leute losgeschickt, die müssen dann irgendwie so Hundewelpen, oh, das ist ganz furchtbar. Also irgendwie so. Das konnte ich mir auch kaum angucken. Auf eine extrem bedrückende Art, eine richtig gute Serie. Es sind zwar nur 4 Folgen, deswegen dachte ich auch so, ach, okay, ist jetzt ein seltsamer Cliffhanger, aber dann war es vorbei. sehenswert auf jeden Fall. Ja, kann man durch jetzt reinklicken, aber man muss halt hartgesotten sein. Also ich fand auch die Szenen mit den Erkrankten, wie die sich aufgelöst haben, ganz übel. Puh. Das ist ja voller nekrotischer Zellverfall dann, das ist ja alles zerstört. Also und wirklich kein gutes Haar drin. Was mich noch gewundert hat, ist, dass sie die Schwangere nicht auch noch gezeigt haben. Also das Kind. Ja, das wäre wahrscheinlich gibt's dann noch. Das hätte ich noch krass gefunden. Gibt's noch Material, was sie nicht gezeigt haben dann? Vielleicht. Aber naja. Gute Serie, also sehr empfehlenswert. Auch sehr, sehr gut gespielt von den ganzen Darstellern und so. Dann sind wir eigentlich soweit hier. Sind wir durch, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Hast du noch was? Dann. Der Chris antwortet schon nicht mehr. Hallo? Chris? Ha? Sorry. Ja, Benjamin. Nochmal was? Hast du noch Serien geguckt? Du noch was hast? Ich hab How to Sell Drugs Online Fast geschaut. Und ich habe das an einem Tag dann durchgezogen. Oh echt? Weil das ist ja bei dir selten. Also erzähl. Ja, das eben bei mir ist das selten. Er hat es ja letzte Woche schon davon. Jetzt weißt du, wie man das verkauft. fand ich sehr cool. Hat mich sehr abgeholt im Endeffekt. Doch einiges hängen geblieben. Und ich freue mich auf die Fortsetzung. Okay. Ganz einfach. Auf jeden Fall reinschauen. Da muss ich habe es auch gestern schon weiterempfohlen, weil auf jeden Fall reinschauen. Da muss ich noch mal eine Empfehlung zu Rocket Beans machen. Es ist heute ein Rocket Beans Tag. die hatten den Hauptdarsteller und den Regisseur von How to Sell Drugs Online Fast in der Sendung. Und ich schmeiß das auch mal mit rein. Ganz tolle Sendung. Rocket Beans über How to Sell. Ich habe die mittlerweile sogar schon zweimal geguckt, weil ich das richtig gut fand, wie die erzählen, wie das auch so gemacht ist, wie das entstanden ist, das Ganze, wer da beteiligt war und so. Und echt gut, ja. Also ist es tatsächlich nach wahren Ereignissen? Das haben sie jetzt, glaube ich, da nicht. Aber das Buch zumindest, was da geschrieben worden ist, hat wohl Anteile, da sind wohl Anteile drin von irgendwelchen Sachen, die tatsächlich mal passiert sind. Ja, es gibt wohl wirklich was da, also es gibt wohl wirklich eine wahre Geschichte dahinter. Okay, krass. Hat uns das nicht auch irgendjemand als Kommentar gepostet irgendwie? Kann sein. War das nicht hier auch. Aber war Maximilian S. von Dezember 2013 bis Februar 2015 unter dem Decknamen Shiny Flakes im großen Stil Drogen nach Europa verkauft hat. Zwar von seinem Kinderzimmer im Leipziger Stadtteil Golis aus. In Leipzig-Golis. Scannt ja sogar die Ecke da. Ich war früher ab und zu mal im Coney Island, das ist ein bisschen weit weg, aber macht ja nichts. Ich verlinke es mal mit. Sehr interessante Sendung angucken. Vielleicht noch interessanter als diese Sendung über MCU, das ist ja eher so eine Quiz-Sendung. Während das hier ist wirklich mit Infos vollgepackt und da sieht man die beiden Leute da, also den Hauptdarsteller und da wird auch eine sehr tolle Geschichte erzählt, wie der zum Casting da gekommen ist, wie es da überhaupt entstanden ist, also dass er die Hauptrolle bekommen hat und so. Unbedingt mal angucken.
Ich guck mal, was wir so für Kommentare bekommen haben. Wir hatten nämlich einen, der kam auch, glaube ich, auf Facebook, wenn ich mich recht erinnere. Da ging es um unsere Filmstarts, wenn ich mich da recht erinnere. Und auf der Webseite, da hat der Martin nämlich geschrieben, dass wir für die Filmneustarts mal eine andere Quelle als Kino.de nehmen sollen. Wir sind wohl etwas langsam mit dem Aktualisieren, gerade wenn sich der Erscheinungstermin irgendwie kurzfristig verschiebt oder sowas, und hat uns da Filmstarts empfohlen. Danke. Ja, danke. Danke. Er hatte auch noch geschrieben, also wir hatten da noch ein bisschen hin und her geschrieben gehabt über Godzilla 2. Da wollte er wissen, wie ich ihn fand und so. Habe ich da ein bisschen, das war aber eher eine interne Kommunikation. Er hat aber gemeint, er ist ja in dem Kino in Halle angestellt und er sorgt dafür, dass auch in der zweiten Woche im Kino in Halle noch im großen Saal läuft, weil er auch meint, dass es eine große Leinwand braucht, der Film, was auch völlig richtig ist. Und kann ich nur die anderen Kinos hier in der Umgebung nochmal auffordern, bringt den im großen Saal, weil im kleinen bringt das gar nichts. Das war es eigentlich schon mit den Kommentaren. War wieder ein bisschen dünne, so kommentarmäßig so. Kommt langsam Sommerferienpause hier oder Pfingstferien oder... Ich werfe mal einen Blick, was so gekauft worden ist über unsere Amazon Affiliate Links. Wenn ihr den Kinocast unterstützen möchtet, findet ihr diverse Möglichkeiten. Und hier hat zum Beispiel jemand, was sind das, Stifte? Uniball Tintenroller Mikro. Den lässt sich super korrigieren. In Rot, ja natürlich, hat der Lehrer bestellt. ein Bose Airline Adapter für Quiet Comfort 3. Wahrscheinlich für Kopfhörer oder sowas. Habe ich auch einen, das ist sehr cool. Aber habe ich nicht bestellt. Also. USB-Kabel Set Typ C. Was ist das? Tablettenbox, 7 Tage. Hast du das bestellt, Chris, für deine ganzen Medikamente? Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ist ja schon wie bei Rentnern hier. Ja, ist es. Ich bin halt alt. Ach komm, ey. Weil bist du noch nicht hier. Du bist der Jüngste von allen. Meine Box. Da habe ich jemand einen empfohlen gehabt hier auf Twitter. Ein Laufgürtel. Den habe ich selber nämlich auch. Da kann man, wenn man laufen geht, da das Handy reintun und einen Schlüssel und sowas, dann klappert das nicht in der Tasche rum. Da hat man quasi wie ein Korsett, würde ich fast sagen, aber halt als Gürtel. Und da kann man das Zeug alles reinstopfen. Das hält sehr gut und ist auch wasserdicht, damit es im Regen nicht nass wird, das Zeug. Was ist das? Eclipse. Was ist eine Eclipse? Eclipse. Ein Hörbuch von Andreas Brandhorst. Ungekürzte Ausgabe. Hat nur einen Stern in der Kundenrezension. Mal gucken, was derjenige geschrieben hat. Download vom Hörbuch nicht möglich. Bricht bei mir immer bei 95% ab. Ich hoffe, dass bei dem, der es bei uns gekauft hat, funktioniert. Und wünsche dir viel Spaß mit dem Hörbuch. Was ist das? Ein Dura-Gadget Wärmekabel. Was ist denn ein Dura-Gadget Wärmekabel? Wärmekabel. Nochmal ein USB-Kabel. Aber warum heißt das Wärmekabel? Thermokabel. Warum heißt denn das Thermokabel? Verkraftet das irgendwelche Hitze oder was? Weiß man nicht. Will ich auch jetzt nicht hier mehr googeln. Vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben in den Bestellungen. Damit unterstützt ihr den Kinocast. Und falls ihr noch andere Möglichkeiten finden möchtet, wie ihr uns monetär unterstützen möchtet, um hier die ganzen Serverkosten und so, damit das alles am Laufen hält, oder auf Phonic, damit wir hier den tollen Klang bei euch auf die Ohren zaubern, findet ihr auf kinocast.net oben einen Button. Danke für eure Unterstützung, da gibt es diverse Möglichkeiten. Hatte auch letztens jemand genutzt, der uns 10 Stunden auf Phonic-Guthaben geschenkt hat. Davon zehren wir auch immer noch. Vielen Dank unbekannterweise dafür. Hat sich bis jetzt leider noch niemand gemeldet. Ansonsten, wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, ohne irgendwie Geld über den Zaun zu werfen oder ohne irgendwas zu kaufen, dann könnt ihr das sehr gern mit einem Kommentar tun. Da freuen wir uns sehr, dass wir sehen, dass das hier nicht ganz umsonst ist, was wir hier so tun. Und schreibt uns, wie ihr die Sendung fandet, wie ihr die Filme fandet. Vielleicht habt ihr auch irgendwas davon gesehen. Schreibt uns interessante Filmtipps oder auch Serientipps, die ihr habt. Sachen, die ihr irgendwo entdeckt habt, die ihr gut findet. Das freut uns auch immer sehr. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwo auf YouTube irgendeine coole Sendung gesehen über irgendwas, wo wir hier gesprochen haben, wo Hintergrundinfos sind. Wird auch sehr gern genommen. Ansonsten empfehlt uns weiter, sagt euren Freunden, Bekannten, was so ein Podcast ist, wie man das anhören kann, wie man uns finden kann. Es gibt ja diverse Kino-Podcasts. Vielleicht gefällt demjenigen oder derjenigen auch unserer.
Ansonsten könnt ihr uns gerne erreichen, direkt über E-Mail zum Beispiel an kate@kinocast.net für die Kate, chris@kinocast.net oder Eric oder übers Kommentarfeld oder auf sämtlichen Social Medias unter @kinocast könnt ihr mich erreichen. Und dann sind wir eigentlich durch, oder? Yay! Yay! Warte, yay habe ich hier. Jawohl. Dann freuen wir uns auf eure Kommentare und auf die Sneak morgen. Hoffentlich kommt was Gutes. Bis nächste Woche dann. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.